Ja, liebe Rohrer Kirchengemeinde, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Christnacht. Wir wollen jetzt miteinander noch einmal die Weihnacht, so wie es geplant war, durchs Dorf klingen lassen. Leider klingt sie jetzt nur in Ihren Wohnzimmern, aber wenn Sie richtig aufdrehen und Lust dazu haben, warten Sie, bis die Glocken verklungen sind um 22 Uhr und dann lassen Sie uns miteinander noch einmal die frohe Botschaft hören. Wir beginnen im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir hören als erstes den Posaunenchor. Wir hören die Lesung aus dem Lukasevangelium. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seiner Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlecht Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Wir hören noch einmal den Posaunenchor.
hören den zweiten Teil der Weihnachtsgeschichte. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei den Engeln die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihm gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie sie denn zu ihnen gesagt hatten. Soweit die Weihnachtsgeschichte, lassen wir sie ausklingen mit dem Posaunenchor. Weihnachtsbotschaft. Sie wird getragen durch unseren Posaunenchor, durch unseren ganzen Ort, getragen von den Liedern. Eine Weihnachtsbotschaft, wie sie schöner nicht sein könnte, dem muss man nicht viel hinzufügen. Jesus kommt zu uns, zu Ihnen,
und zu mir. Er will, dass wir uns einlassen, dass in dieser Nacht Ruhe werde in unseren Herzen, Frieden, dass wir Geborgenheit empfinden in all dieser unsicheren Zeit und Kraft schöpfen aus seiner Gegenwart. Möge Gottes Frieden in ihre Herzen kehren. Amen. Zünde eine Kerze an, ein Lied für Sie. Und so lassen Sie sich segnen in diese heilige Nacht. Es segne und behüte dich, der Gott des Friedens. Es segne und behüte dich, Jesus Christus. Er sei das Licht deines Weges. Begleite dich und führe dich und schenke dir Licht. Und es segne und behüte dich, Gott, der Heilige Geist, der Kraft und Trost unseres Lebens ist. So segne und behüte euch Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Lassen Sie sich noch einmal mit dem Posaunenchor durch diese Zeit tragen.